Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator. Ja, hier geht's weiter auf dem Multiplayer. Bronard ist fleißig am Mähen. Ja, und nicht wundern, heute ohne Lenkrad, weil da ist wieder, funktioniert wieder mal was nicht. Das ist halt klasse. Ich fahre jetzt da direkt hinterher und hol Stroh. Noch mal was gucken. Kann ich nicht hier auf die Einstellung? Nee, kann ich nicht. Das ist doch so dämlich. Ach, das ärgert mich wieder. Ah. Also, der Support-Treiber, das lässt ihn, ist halt sehr zu wünschen übrig. Mhm. Werde ich auch nicht mehr drauf zurückgreifen auf die Produkte. Nö, das war ja von der Firma das letzte Mal, dass ich mir da ein Lenkrad gekauft habe. Allein das war nicht gerade günstig. Ist halt ein bisschen ärgerlich. Bei mir genauso mit dem Headset. Ja. Jetzt mal, wenn ich mich mute, bin ich dann im Discord nicht mehr zu hören, auch wenn ich mich muted habe. Seit dem Treiber-Update. Und da kommt auch vom Support keine Rückmeldung. Also ich habe gesehen, die haben von dem Lenkrad jetzt eine neue Version rausgebracht. Die eigentlich genau das gleiche ist wie jetzt auch, aber halt neu. Achso, du hast noch nicht abgetankt? Ach, eben gerade. Achso, okay. Ich habe nur eben den Trecker mal auf die Seite gefahren und mit dem Hänger, damit ich dann da immer wieder zum Abtanken hinfahren kann. So, aber wer garantiert mir, wenn ich jetzt das neue Lenkrad kaufe, was auch so um die 400 Euro kostet, wenn nicht sogar mehr, wer garantiert mir, dass es dann funktioniert? Deswegen, ich denke, da werde ich mich mal umschauen müssen nach einem anderen Hersteller. Weil das ärgert mich. Obwohl das eins der schönsten Lenkräder ist. Wenn es mal funktioniert, ist es auch geil. Es macht wirklich Fun mit dem Ding. Aber ich kann hier... Ja, jetzt lenkt er erst. Das ist einmal vom Spiel her. Stimmt gerade Anschlag nicht. Da hat sich was geändert. Ich kann drehen, wie ich will. Ja. Ich glaube, die haben wieder Dead Zone was geändert. Und das kann ich in-game ja gar nicht steuern. Das ist ja auch das Blöde. Müsste ich jetzt wieder den Server verlassen. Und mit dem Force-Feedback stimmt was nicht. Ist halt schon wieder doof. Gerade so Bahnen ziehen hier einfach. Ja, gut, Gaspedal kann ich ja nutzen. So, die erste Ladung. Fahren wir doch erstmal in den Kuhstall rein. Ist halt jetzt blöd mit dem Ladewagen in den Kuhstall rein. Aber so können wir hier drinnen das Stroh mal mit einem Schlag auffüllen. Und das wird nichts. Ja, doch. Was ein Sound hier in der Halle. Ja, ich habe beschlossen, solange wir, bis wir ihn brauchen, macht sich der New Holland da oben als Deko eigentlich ganz gut. Ja, bis auf 11% hat alles reingepasst. Ja, und dann frage ich mich noch, wo kriegt man eventuell Mist aus dem Kuhstall raus? Oder gibt es beim Kuhstall keinen Mist mehr? Weil Stroh kann ich ja auch reinkippen und den Stroh macht man normal rein, dann kriegt man auch Mist. Und wir haben uns ja da hinten ein Mistbecken hingesetzt, so in der Hoffnung mit, dass das irgendwie connected und so funktioniert, aber tut's auch nicht. Oder haben die das hier mit drüber gesteuert, was ja Blödsinn wäre. Naja, keine Ahnung. Füllen wir mal das Stroh jetzt auf. Dürfte ja nicht viel fehlen. Dann haben wir ein paar Kühe verkauft und wieder ein paar Schafe verkauft, um da wieder Platz für Reproduktion zu kriegen.
Nur zum Beispiel, wir haben die Kuh für 200 eingekauft und für 1500 verkauft. Also 1300 Euro plus gemacht. Und da muss man halt immer gucken, wenn der Stall soweit voll ist oder genug drinne sind, wieder mal ein bisschen ausmisten, ein paar Kühe weg. Weil wir Festbestand. Genau. Weil wir brauchen auch keine 5 Millionen Liter Milch. Das müssen wir ja auch verarbeiten können. Und da wir ja mit dem Projekt eh gesagt haben, dass wir so alle Richtungen mal testen wollen, finde ich sogar sehr wichtig, weil die haben schon viele Funktionen hier geändert. Wie jetzt bei der Kuh. Anscheinend gibt es da kein Mist mehr. Ich weiß es noch nicht. Und da ist es halt interessant, auch wirklich jede Funktion hier drin erstmal zu testen. Und das könnte auch ein Plus dann für die nächsten die zukünftigen Projekte dann sein. Weil man dann eher weiß, okay, die Richtung funktioniert gut, da rentiert sich's oder. Und deswegen denke ich, ist es ganz praktisch, alle Produktionen, alle Tiere, alles was geht. Und da ist es halt nicht verkehrt, wenn wir, wie du schon mal angesprochen hast, eventuell als nächstes mal mit einem Schwein anfangen. Vielleicht kriegen wir da unseren Mist raus. Bei den Schweinen müssten wir auf jeden Fall den Mist rauskriegen. Also gehe ich mal stark davon aus. Weil das ist eigentlich ihr Hauptprodukt, oder? Abgesehen vom Fleisch. Gülle, Mist und Fleisch. Also Fleisch ja auch nicht wirklich, weil die Schweine tust du halt verkaufen, wie wir es jetzt im Kuhstall gemacht haben. Ja. So, und dann fehlt uns noch Pferde. Das wäre dann die letzte Tierart. Sonst müssten wir, glaube ich, alles haben. Hühner, Schafe, Kühe, Schweine, Pferde, ja. Und Pferde wird halt wieder aufwendig, weil die müssen dann auch täglich geritten werden. Das dürfen wir dann noch ausknobeln, wenn das dann zukünftig macht. Ach, das ist... Wollte nicht Angel noch mitspielen? Nee, gerade mit dem Ausreiten, also jetzt gerade offscreen oder so, finde ich sowas nicht verkehrt, weil dann kannst du ganz in Ruhe dein Käffchen dabei trinken und lässt dein Gaul... Du musst ja nicht... die Geschwindigkeit vom Pferd ist in Stufen geregelt. Das heißt, du tippst einmal auf W, dann läuft's langsam. Dann tippst du nochmal auf W, dann läuft's ein bisschen schneller. Also du musst nicht die Taste gedrückt halten zum Laufen. Ja, und dann lässt du das Pferd einfach mal eine Viertelstunde in irgendeine Richtung laufen. 5 Minuten oder... Jetzt will ich hier in der... Ach... Dann lässt du einfach das Pferd in Ruhe laufen, dann kannst du dein Käffchen dabei trinken, noch dein Frühstück machen oder was auch immer. Okay, ich glaube, ich muss erstmal den Hänger wegfahren. Der ist voll. Schon? Krass. Mhm. Ach, du hast eine kleine, ja. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, hä, wie voll? Ich habe den großen noch nicht einmal voll gekriegt. Nee, da habe ich mich dann vergriffen. Einfach so spontan. Ich wusste nicht, welche du nehmen willst. Hänger ist Hänger. Deswegen, ob man einmal mehr fahren muss oder nicht, das ist, der Hof ist direkt daneben, von daher viel Umweg ist es nicht. Hauptsache es funktioniert. Das ist die Hauptsache. So, Stroh sieht bei uns eigentlich auch schon wieder ganz gut aus. Wir haben noch ein paar Bahnen vor uns. Na, ich könnte aber auch gerade mal die Zeit wieder ein bisschen laufen lassen. Ich hatte die letztens runtergestellt wegen dem Bau. Habt ihr alles Passwort gesehen für der Admin? Also merkt euch ganz gut, das waren glaube ich 8 oder 10 Sternchen, die ich gedrückt habe. Ich weiß noch, bei Grounded war das am Anfang so, dass das nicht verschlüsselt war, das Passwort. Da hast du dann in der Eingabe hast du halt gesehen, was das Passwort war. Deswegen gut, dass sie hier gleich alles mit Sternchen ersetzt haben.
klappt wunderbar hier. Habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, so einen Hänger voll abgekippt in der großen Anlage. So, und dann haben wir ja ein Feld dazu bekommen mittlerweile. Durch das Verkaufen der Kühe und allem konnten wir uns jetzt ein bisschen was leisten. Wir haben uns dann für die 35 noch entschieden. Da ist jetzt schon Raps drauf. Da könnten dann noch Produktionen schöner entstehen. Und ja, ich weiß nicht, in welche Richtung wir dann weitergehen. Ob wir wirklich sagen, wir gehen in die Richtung Schweine. Da müssten wir so nach und nach auch dann Zuckerrüben und den ganzen Kram machen. Schwein ist vom Futter her sehr aufwendig. Aber man muss ja auch nicht alles erstmal füttern. Es reicht ja, wenn man von einer Sorte was. Muss ich gerade mal gucken. Ach, das sehen wir ja hier nicht. Das könnten wir im Hilfemenü sehen. Nein, doch Tierarten. Mais, Weizen, Gerste, Raps, Hirse, Sonnenblumen, Sojabohnen, Kartoffeln und Zuckerrüben brauchen die. Aber ich glaube, das sind nämlich auch wieder nur Bereiche. Ich, jetzt nur blöd gesagt, wenn man denen Mais und Weizen gibt, kriegen die 20% oder so irgendwie produzieren die dann oder so. Müssen wir mal gucken. Dann hätte man noch Pferde, Oliven, Trauben. Das wären so die ersten paar Dinge, in welche Richtung es gehen könnte. Trauben wäre noch ganz geil. Da müssten wir unseren Hof dann eh erweitern, weil dann brauchen wir auch noch weitere Parkhallen. Aber Trauben sind halt nicht gerade günstig. Kann ich mir aber vorstellen, dass das dann halt wiederum ordentlich gibt. Denke ich auch. Wenn man dann die... Gerade wenn es in Richtung Wein geht, weiß ich nicht. Mit Traubensaft. Traubensaft? Wein okay. Dürfen sie ja nicht anbieten wegen FSK 0. Ja. Aber Traubensaft, wenn ich jetzt mal gucke. Oh, jetzt bleibe ich wieder am Mikrofon hängen, sehr schön. Traubensaft. Trauben. 1000 Liter Trauben liegen hier bei 2400. Und Traubensaft. 1000 Liter bei 3700. Und du kannst auch Rosinen herstellen. Die liegen bei 4800. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Kennt da jemand, der Rosinen nicht mag? Ja, ich auch. Also, ja. Gar nicht, überhaupt nicht. Deswegen können wir es ruhig verkaufen. Ich schon. Ich habe sie lange Zeit gern gegessen. Ja, heutzutage eigentlich selten, aber. Jetzt will ich gerade mal gucken. Was für eine Produktion bräuchten wir dann? Fehlt uns halt auch noch eine Zuckerfabrik, dann könnten wir Zucker herstellen, dann könnten wir unsere erste Produktion sogar voll laufen lassen. Mit Schokolade und allem auch noch. Zuckerrohr, definitiv. Schoki ist wichtig. Ja, das wäre die nächste Überlegung, anstatt Schweine und was weiß ich was, dass wir uns eine Zuckerfabrik kaufen und mit Zuckerrüben noch anfangen, weil dann hätten wir unseren ersten kompletten Produktionsweg abgeschlossen. Sprich unsere Molkerei. Wir können Butter herstellen, wir können Milch herstellen, wir können Käse herstellen und dann gibt's ja noch den Zweig mit der Schokolade. Das heißt, dann hätten wir eine Produktion schon komplett. Wäre auch die Überlegung. Und dann hätten wir aber auch schon Zuckerrüben bzw. die Maschinen dafür. Und können dementsprechend dann viel schneller auf Schweine switchen. Wollte ich gerade sagen, zum Verfüttern. Das wäre natürlich noch eine geile Idee. Den ganzen Überschuss von den Zuckerrüben, weil der ist ja, ich glaube, da
fällt ja auch einiges ab an Tonnen oder Litern. Ja, und da müssten wir eh mal gucken. Auch wenn wir halt ein bisschen Fahrtweg haben, das wäre ja nicht so tragisch. Aber für Zuckerrüben würde ich separat ein kleines Feld kaufen. Also nichts, nicht sowas wie hier, das ist schon zu groß. Weil mit den Zuckerrübenernte, da bist du 4 Wochen beschäftigt. Oder wir müssen darauf dann halt einen Helfer fahren lassen. Aber dann bist du trotzdem als am Hin- und Herfahren wegen Anhänger voll und vollladen. Ja, ich guck mal drüben auf der anderen Flussseite weiter, weil die Chance mit dem unter 35 aus, das war schon ordentlich, gell? Nächste müsste ja 36 oder so sein, oder keine Ahnung. Die 34, ein schönes kleines. Die 34, die wäre von der Größe gar nicht mal so schlecht. Klar, es gibt noch kleinere, man könnte auch hier hoch zu 12 oder 17, aber da ist es mir wieder vom Fahrtweg. Aber die 34 ist gerade mal, ich würde sagen, ja, die Hälfte von der 42 ungefähr. Das ist eigentlich nicht schlecht. Was kostet das Feld? 100.000. Na, warten wir nochmal einen Momentchen. Also ich habe lieber gerne mal nochmal ein bisschen mehr auf der Seite, weißt du? Dass wir nicht immer so von der Hand in den Mund... Ich sehe aber einen anderen Vorteil. Wenn wir sie jetzt kaufen, ist Gerste schon im Wachstum drauf. Das heißt, die 100.000 holen wir uns, naja, nicht ganz, aber ich sag mal 50, 60. Rein. Ja, also ich kauf's mal. Okay. Dann ist wenigstens auch mal was in der Folge gekauft. Taktisch auch klug, wenn du es so siehst. Ja, da achte ich nämlich immer drauf, ob man es vielleicht schon gleich irgendwie, man kann es jetzt auch... um wieder Kosten reinzuholen. Du kannst ja sogar ganz kurios machen. Das heißt, wir tun das jetzt abmähen, holen uns die Kohle rein... Und der Verkauf vom Land ist immer 1:1 mit dem Einkauf. Dann verkaufst du es halt wieder. Du machst reingewinnen. Also eigentlich kannst du so cheaten rein, theoretisch. Ja, das ist schon... Ja. Aber das wollen wir hier nicht machen. Das ist blöd. Wie war das? Wie du die Kuh kaufen, wenn du die Milch umsonst kriegst? Genau. Tanken. Das Feld ist fertig. Musst du nur noch dann einsammeln, den Rest. Na ja, komm, schieb dich doch da raus. Also Stroh ist fast voll. Oder ist voll. Freut mich. Ziel erreicht. Ich hatte nämlich einen Schreck bekommen, so leer wie die Halle aussah. Ja, Stroh haben halt auch einen sehr großen Verbrauch, weil die Kühe, da fahren mir ja auch Stroh rein. Deswegen, aber nur mal blöd gesagt. Lass einfach mal vom Kuhstall mal einen großen Haufen liegen und den schieben wir dann da hinten noch rein. Ich hab doch schon reingefahren. Okay. Beide schon aufgefüllt. Gut. Erstmal, warte mal, komme ich da oben so hin oder muss es mir weg ab? Ich muss es mir weg abmachen. Das heißt, da hast du sogar noch 2 Felder zum Mähen direkt. Ja, da müssten wir mal gucken, was kostet uns der Zuckerrübenspaß. Dann müssen wir uns da drauf hinsparen. Erstmal können wir ja den Acker normal noch laufen lassen. Das weiß ich, Gerste oder so drauf geklatscht. Aber dann sparen wir uns jetzt die Technik für die Zuckerrüben. Das heißt, wir brauchen einen Grupper. Wir brauchen eine Direktsaatmaschine. Wir brauchen... Am liebsten wäre mir natürlich ein Vollernter. Ich weiß, die kosten 400.000, aber... Ah, ich glaube, unsere Traktoren sind noch nicht stark genug, um die Zuckerrohrernte so... Zuckerrohr, sage ich die ganze Zeit, die Zuckerrüben zu ernten. Ich glaube, die haben die Power nicht dazu. Hm.
Und dann, wenn ich erstmal 300.000 in den Traktor stecken muss und dann noch 150.000 locker mal in Zuckerrübentechnik, dann kann ich aber auch gleich für 400.000 den großen Ernter holen. Ja. Hast du weniger Gerätschaften und denselben Sinn? Vorteil, wenn du einen alternativen, halt einen großen Trecker hast, hast du den auch für andere Geschichten parat. Mhm. Wir könnten uns auch einmal mieten. Zurück und wenn wir den dann zurückgeben, könnten wir mit Glück den kurze Zeit später sogar als gebraucht kaufen können. Ist dann halt die Frage, wie viel reduziert ist er dann? Müssen wir ihn komplett kaputt fahren. Gut, dann müssen wir es auch in die Reparatur stecken wieder. Aber gut, jetzt heißt es erstmal wieder sparen. Aber der Hof läuft. Finde ich ganz gut. Läuft ganz gut im Moment. Und es ist auch nicht so, klar, Mr. Catfish ist ein bisschen selten drauf, aber das ist arbeitsbedingt. Aber das passiert bei mir jetzt aktuell genauso wechselweise. Obwohl man bei dir im Moment sagen muss, du bist ja eigentlich so jeden zweiten Abend jetzt auch hier mit drin gewesen. Ja, es kann halt sein, auch wegen Wochenends aktuell, dass man Samstag hier und da mal arbeiten muss. Und deswegen, da der Mr. Catfish ja samstags auch nicht so spät aufnehmen kann, meist, ist da, ja. Aber gut, wir kriegen es ja noch genügend hin. Denke ich mir auch, es läuft ja. Die Videos kommen trotzdem. So. Nee, aber hier auf dem Server bezogen, muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Man ist nicht laufend und alleine unterwegs. Irgendeiner ist immer hier. Oder meistens. Mhm. Ja, und stimmt, wir müssten Angel noch überzeugen. Ja, du hast ja vorhin Pferde erwähnt. Das, ich weiß nicht, ist sie da... Hat sie da ein Ticken für? Haben wir einige... Ich weiß es nicht, also wo wir damals testweise das 19er gespielt hatten, hat sie Pferdchen gemacht gehabt, ja. Hat sie halt nicht viel, sie hat aber nicht viel Lust darauf gehabt, weil sie meinte, ihren Charakter sieht voll hässlich aus. Ja, aber durch die Charaktererstellung, die es jetzt gibt, finde ich, kannst du schon schön was machen. Klar, die sehen auch nicht alle so bildhübsch aus, aber... Es ist schon eine ganz andere Welt wie vorher, ne? Muss ich hier bei dem 37er die Strohablage wieder ausschalten? Da entsteht ja eh nichts. Musst du nicht ausschalten, also kannst du trotzdem, aber mach wie du willst. Aber müssen musst du nicht, das ist kein Vor- oder Nachteil. Okay. Hätte sein können, dass das irgendwie zum Beispiel Treibstoff spart, weil eine Maschine weniger zusätzlich aktiv geschaltet ist. Nee. Oder so. Also, soweit ich weiß, da haben sie nichts mit dran. So, und wir fahren jetzt auch gleich mal reparieren, weil das sieht nicht mehr gut aus da unten. Ich muss nur gucken, ob das der Trecker ist oder ob das hier der Hänger ist. Das sehen wir gleich. Hängen wir kurz ab. Oh, das ist der Trecker, der ist fast kaputt. Naja, hat aber schon 18 Stunden auf der Uhr, ne? Und ich habe ihn noch nicht einmal gewaschen, seitdem ich den besitze. Das Problem ist, es hat letztens geregnet. Aber da sieht man, ich muss ihn gar nicht waschen. Im Punkt zu reparieren, sollen wir uns da auch irgendwas fest angewöhnen? Ab wann, ab welchem Wert wir den auf jeden Fall in die Werkstatt schicken, die Maschinen? Ja, eigentlich... Ich achte immer so auf die bis Hälfte und dann fahre ich in die Werkstatt. Ja, weil umso teurer wird es halt dann in meinem Schub, weil man plötzlich dann 8 Maschinen hintereinander repariert, weißt du? Ja, es gibt ja auch wenn du Escape drückst, gibt es ja auch das Fahrzeugmenü. Also der kleine Traktor, der da abgebildet ist. Und da kannst du zum Beispiel gucken, wie viel Prozent
Reparatur die Fahrzeuge haben. Das heißt, am schlechtesten ist momentan der Deutz mit 39%. Und der eine Faro-Anhänger, der hat nur noch 53%. Das heißt, da kann man auch reingucken. Und da schnappe ich mir immer mal die ein oder andere Maschine und repariere die auch direkt. Gut. Ich glaube, die Mühle fahre ich jetzt auch mal weg. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe heute. Aber das liegt hier an der Heizung, weil ich jetzt. Es hat geschneit heute. Und ich habe jetzt die Heizung mal ein bisschen hier angemacht. Aber ich glaube, man merkt es, ich habe so richtig trockenen Mund im Moment. Nee, man will es noch ein bisschen. Ja, leicht Frosch im Hals oder ein bisschen rau. Winterzeit. Erstens, da hängt noch ein bisschen Erkältung dahinter. Ein bisschen zumindest noch. Und das Problem ist, der Heizkörper läuft jetzt das erste Mal in diesem Jahr. Das heißt, der wirbelt jetzt erstmal schön Staub auf. Und das merkt man hier drin. So, reparieren. Bam. Lackzustand. Komplett im Eimer. Aber das sieht man auch nix. Oh, doch. Krass. Der hat ja voll die Lackschäden, ey. Geil. Das finde ich gut. Also wenn er bald anfängt zu rosten, dann schmeißen wir ihn weg oder so irgendwie. Tatsächlich, überall, du siehst hier richtig Lackbeschädigung. Ich glaube aber auch, dass es bei irgendeiner Schaufel von irgendeinem von den Fahrzeugen Rost gesehen habe zwischen den Kratzern. Also ich glaube, das ist schon irgendwo mit drin. Also zumindest optisch. Ich hoffe ja nicht, dass das irgendwie mit dem Schadensmodell. Nee, aber realistisch, wenn du nicht nachlackierst. Klar. Dafür ist er ja da, unter anderem. Weil ich sag mal, dass wenn das Material drunter, der Edelstahl zum Beispiel so blank ist, ist das ja kein Problem. Aber sobald du zum Beispiel Winterzeit mit Salz und so. Das ist dann schon wieder was anderes, wenn dann andere Stoffe ins Spiel kommen. Ach was, dann der, kommt wieder der Trecker, der ist 100 Pro aus komplett Alu gefertigt. 100 Pro. Rappi. Stell dir mal vor, die ganzen Hebearme vom Traktor vorne, hinten. Stell dir mal vor, das ist aus Alu. Ja gut, ich sag mal... Du könntest auch eine Palette anheben, aber nur die Palette. Ich wollte gerade sagen, also so wirklich viel mit anheben ist da nicht. Könntest du dich eventuell noch draufsetzen? Also Kabine könnte ich mir noch vorstellen. Da wüsste ich auch nicht, was unbedingt dagegen sprechen würde, weil Alu ist leicht. Ha? Kabine könnte ich mir noch aus Alu vorstellen. Aber so die restlichen Bauteile am Trecker bestimmt nicht. Macht nicht viel Sinn. Ah, hast du schon gesehen, unsere Traktoren haben ein Friedberger Kennzeichen. Aber nur die Trecker. Bis jetzt nur die Trecker. Jede Maschine, die ich nach und nach in die Finger kriege, die fahre ich auch immer wieder Kennzeichen ändern. Naja. So muss es sein. So, dann schnappe ich mir jetzt noch den Deutz, hole einen Hänger und dann komme ich zu dir zum Abtanken. Ich habe halt wirklich gerade so ein bisschen Bedenken mit dem Lack. Weil ich habe 18 Stunden und habe schon das dritte Mal reparieren müssen. Das finde ich ein bisschen viel für einen Traktor. Ich glaube, dann macht es doch Sinn, direkt dann auch nachzulackieren.
Muss man beobachten. Regelmäßig. Ja, wäre echt interessant. Ob es da so genau war. So, aber ich würde sagen, wir sind bei 30 Minuten angekommen. Das sollte für die Folge genügend sein. Wo ist er denn? Ach, da vorne. Gut. Ja, ihr kennt das Spielchen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren, wenn euch die Folge gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis denn und tschüss. Ciao.